12. September 2020, 21.15 Uhr im Gespräch mit Frau Kriminalhauptkommissarin Anja Dirschke, Leiterin der Pressestelle der Polizei Berlin in Kreuzberg, Nähe Lausitzer Platz, unterwegs mit einer Kundgebung. Wie ist die Versammlungslage? Wer demonstriert wofür? Und wie viele Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte sind im Einsatz? Die Polizei Berlin ist heute mit rund 350 Einsatzkräften hier an einem Aufzug in Kreuzberg, um diesen Aufzug zu gewährleisten. Wir begleiten hier rund 1000 Teilnehmende zu aktueller Stunde. Es ist ein Aufzug mit dem Thema Feminismus auf die Straße, Freiräume erkämpfen. Und wie sieht es denn bei der Polizei Berlin aus mit der Stellung der Frau? Was unternimmt die Polizei Berlin, um gegebenenfalls Frauen zu fördern im Dienst? Bei uns bei der Polizei Berlin ist es tatsächlich so, dass Frauen gefördert werden. Frauen haben die gleichen Chancen wie Männer. Das beginnt im Bereich der Einstellung, der Auswahlverfahren und auch bei den Entwicklungsmöglichkeiten bei der Polizei. Jede Frau kann genauso gut Führungskraft werden, wie Männer es werden. Und Frauen werden auch gezielt darauf angesprochen. Es gibt Seminare, die Frauen zeigen, dass man Familie haben kann, aber auch Führungskraft sein kann. Also bei der Polizei Berlin sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Sie sind ja auch eine Frau und in Leitungsfunktion als Leiterin der Pressestelle. Können Sie Beruf und Familie vereinbaren? Ja, sicher. Das hängt aber natürlich auch in diesem Einzelfall mit dem Entgegenkommen meiner Familie zusammen. Aber es ist machbar und es wird auch darauf geachtet, dass Familie und Beruf vereinbar sind. Im Übrigen für Frauen wie auch für Männer. Denn auch Männer können Elternzeit nehmen bei der Polizei. Das ist gar kein Problem. Und wir versuchen einfach für alle das größtmögliche Life-Work-Balance oder Work-Life-Balance zu organisieren. Ihre Chefin, die Polizeipräsidentin Frau Dr. Slowik, ist auch eine Frau. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte der Polizei Berlins, dass eine Frau Polizeipräsidentin ist. Nein, tatsächlich ist es die zweite Frau, denn wir hatten ja schon Frau Koppers als Polizeipräsidentin. Aber das ist mir dann in Gang, das tut mir leid. Wer war die bessere Polizeipräsidentin? Dazu sage ich jetzt überhaupt nichts. Ich bin mit meiner gegebenen Arbeitssituation sehr zufrieden. Und weshalb heißt die Behörde eigentlich noch der Polizeipräsident in Berlin, wenn jetzt schon zum zweiten Mal eine Polizeipräsidentin im Amt ist? Es ist aktuell eine Änderung angestrebt, dass es Polizei Berlin heißt. Aber das ist natürlich ein langwieriger Prozess, an dem verschiedene Instanzen mitarbeiten müssen. Aber angeschoben ist es. Und Änderung des Behördennamens in die Polizeipräsidentin Berlin, keine Option? Das ist keine Option, weil wir für die Zukunft alle Möglichkeiten offen halten wollen. Und wir sind die Polizei Berlin. Wir sind ein ganz großes Gewerk, der größte Arbeitgeber in Berlin. Und damit reicht es uns, alle ins Boot zu holen und zu sagen, die Polizei in Berlin. Größter Arbeitgeber Berlins, können Sie das beziffern? Circa wie viele? 28.000 Arbeitnehmer. 28.000. Wie viele davon sind Frauen? Ungefähr. Das kann ich an der Stelle nicht sagen. Das ist sicherlich in den verschiedenen Bereichen auch ganz unterschiedlich. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Was würden Sie Frauen sagen, die mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht bei der Polizei Berlin zu bewerben? Seid mutig, trauen Sie sich was. Polizei wird es möglich machen, ein glückliches berufliches Leben zu führen und trotzdem Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Eine letzte Frage habe ich noch, die mir gerade eingefallen ist. Zum Beispiel, es gibt ja viele sensible Einsatzbereiche, zum Beispiel häusliche Gewalt. Ist es da dann wichtig, auch Polizeivollzugsbeamtinnen zu haben bei solchen sensiblen Einsatzbereichen? Es ist nicht nur der Bereich der häuslichen Gewalt. Gemischte Teams sind ganz, ganz oft von Vorteil, weil man sich wahnsinnig gut ergänzen kann. Also perfekte Ergänzung, Mann und Frau zusammen auf Streife. Ist ganz, ganz häufig von großem Vorteil. Mhm. Dann vielen Dank für das Interview, Frau Kriminalhauptkommissarin Dirschke. Sehr gerne, Herr Lüschen. Einen schönen Abend für Sie. Gleichfalls und einen friedlichen Einsatz wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön.